Moja gostja je danes nemška pisateljica, prozaistka Felicitas Hoppe, aktualna Büchnerjeva nagrajenka. Da jo zelo na kratko predstavim, pravzaprav se bova veliko pogovarjali o njej, o njeni literaturi, zato bom res nekaj uvodnih stavkov. Študirala je in rusistiko, regiologijo, literarno vedo, pravzaprav po celem svetu, tako v Tübingenu, Berlinu, v Združenih državah Amerike, v Rimu. Za svoje delo je prejela številne nagrade, štipendije, priznanja. Zdaj nekako krona njenega opusa je pravzaprav nagrada Georga Büchnerja, ki jo je oziroma jo bo prejela prav letos, čez nekaj časa, torej 2012. In zelo me veseli, da je danes ena izmed dejansko vidnih centralnih avtoric, če lahko tako rečem, danes z nami. Od leta 1996 živi v Berlinu kot samostojna pisateljica. Ja, pogovor bo potekal v nemškem jeziku, tako da bom jaz zdaj kar preklopila na nemščino. Mogoče samo še ena informacija v okviru predstavitev avtorjev v projektu 12 je išla seveda tudi knjiga. V primeru Felicitas Hoppe gre za knjigo Frizerji na pikniku, ki je pravzaprav njena ena izmed prvih knjig, kratkih zgodb, ki jih je izdala iz leta 1996 in s to knjigo je pravzaprav tudi vstopila v literarno, nemško literarno javnost in za njo prav tako prejela nekaj nagrad. So, jetzt würde ich gleich auf Deutsch, also ich habe ein paar Einführungssätze über Sie gesagt, über die neue Übersetzung des Buchs Picknick der Friseure. Aber jetzt würde ich ganz gerne eine andere Einführung sozusagen machen, und zwar die Einführung in Hameln. Hameln ist ihre Geburtsstadt und ist natürlich mit einem sehr berühmten Mythos verbunden, mit einer Legende. Hier spreche ich über die Rattenfängerlegende. Und ja, ich habe jetzt eine sehr allgemeine Frage: Fängt eigentlich alles im Hameln an, was auch die Geschichte, die Literatur, die Geschichten betrifft? Ja, also einen schönen guten Abend zunächst mal und ganz großen Dank, dass ich in Maribor sein kann. Bestimmt gibt es in Maribor auch einen Rattenfänger. Das ist eine Figur, die eigentlich global sehr, sehr gut funktioniert, weil sie, glaube ich, das erzählt, wovon alle Menschen träumen und wovor alle Menschen Angst haben, nämlich, dass man an einem kleinen Ort ist, den man vielleicht verlassen möchte und eines Tages verschwindet man oder auch nicht. Es sind sehr viele Träume in dieser Geschichte und ich selber bin in Hameln geboren, also ich bin nicht nur eine Hamelnerin, sondern Hamelenserin, eine ganz echte. Und diese Geschichte hat mich natürlich von Anfang an begleitet und für ein Kind ist eine solche Geschichte sehr faszinierend und zugleich beängstigend, denn Sie wissen ja, dass in dieser Geschichte der Hamelner Rattenfänger die Kinder aus der Stadt entführt, aber er tut das natürlich aus Rache, weil er das Geld, das er für die Befreiung von der Rattenplage bekommt, nicht ausbezahlt bekommt und so kommt er wieder und nimmt die Kinder mit. Für die Eltern ist das ein Unglück. Ob das für die Kinder wirklich ein Unglück ist, wissen wir nicht, denn sie brechen in eine neue Welt auf, in eine andere Welt und es gibt bis heute keine eindeutige Antwort auf die Frage, was ist mit diesen Kindern wirklich passiert? Und ich glaube, das ist das Faszinierende. Das heißt, man kann sich negative Varianten ausdenken, man kann sich positive Varianten ausdenken. Dazu kommt die Musik. Der Rattenfänger entführt die Kinder mit Musik. Das ist sehr, sehr magisch, das ist sehr reizvoll. Das verheißt Abenteuer, Magie, Versprechen. Das heißt, die Geschichte enthält alles, was das Herz begehrt, nur kein gutes Ende. Aber sehen Sie sich persönlich eigentlich in dieser Tradition dieser Kinder, wenn ich jetzt ein bisschen metaphorisch denke und rede? Ich sehe mich in einer Beziehung, weil ich etwas an mir selber entdecke, was in dieser Geschichte enthalten ist. Und das hat mich immer fasziniert. Es ist der Wunsch, zu Hause zu bleiben, wo man alles kennt und wo es gut ist, und zugleich der Wunsch, wegzugehen. Das hat meine ganze Kindheit geprägt. Ich war ein Kind, das nicht gerne rausgegangen ist. Meine Mutter erzählt bis heute diese Geschichte, dass sie mich zum Spielen tragen musste. Also, dass ich immer im Haus war und dann trug sie mich zum Sandkasten. Und 5 Minuten später stand dieses kleine Kind wieder vor der Tür. Das hat sich dann immer wiederholt und meine Eltern hatten eigentlich Angst, dass ich nie von zu Hause wegkommen würde. Das Gegenteil ist dann passiert. Heute bin ich die ganze Zeit auf Reisen und es gibt ja 2 Kinder in der Geschichte, die der Rattenfänger nicht mitnimmt. Und das liegt daran, dass die Kinder nicht schnell genug sind. Das sind ein blindes und ein lahmes Kind. Das sind die beiden, die nicht mitkommen und die hinterher die Geschichte erzählen. Also auch sehr interessant, die Chronisten der Stadt Hameln, der Geschichte der Stadt Hameln sind blind und lahm. Also auch das ein magischer Stoff. Und das ist eine Geschichte, die mich nie verlassen hat und in sehr vielen meiner Texte auch in Zitaten auftaucht. Und in meinem letzten Buch spielt sie eine ganz große Rolle. Also ich sehe mich in der Tradition und natürlich auch in der Tradition der Verführung, nämlich in der Rolle des Rattenfängers. Der Literat ist auch ein Rattenfänger, der seine Leser mitnehmen möchte und vielleicht verzaubern will, denn Lesen ist ja auch eine Reise. Ja, das wäre nämlich eigentlich die zweite Frage, welche Beziehung ist da zwischen Rattenfängern und Kindern, also zwischen dem Rattenfänger und den Kindern, und welche Rolle hat halt der Rattenfänger in ihrem Leben. Aber trotzdem spreche ich hier auch eigentlich den Stoff der Geschichten, die Sie selber als Literatin schreiben. Und zwar sind viele Geschichten, gerade aus dem Buch Picknick der Friseure zum Beispiel, und auch natürlich die Geschichten aus den Romanen und anderen Kurzgeschichten, immer mit Mythen, mit Märchen, mit Legenden, mit Sagen verbunden. Wie wichtig ist dieser Stoff für Sie? Und eigentlich, was kann so eine, sagen wir mal, uralte Sache über unsere Welt erzählen, unsere entzauberte Welt, banale, realistische Welt? Was kann sie heute erzählen? Also welchen Gehalt hat sie sozusagen und auch welchen Gehalt hat sie für die Zukunft zum Beispiel? Also ich glaube, dass es ein großer Fehler ist zu glauben, dass diese Geschichten, die Märchen, die Sagen, auch die heiligen Legenden, egal was, dass die für uns keine Bedeutung haben. Die sind ja sehr lebendig, Märchen sind populär, dass im Moment die Fantasy-Literatur absolut boomt, und zwar weltweit. Das hat natürlich auch damit zu tun, aber nicht nur, dass Menschen sich nach anderen Welten sehnen, weil sie die Realität verdrängen wollen, sondern weil die Märchen, davon bin ich fest überzeugt, eigentlich die realistischste Form von Literatur sind. Deshalb muss ich immer lachen, wenn jemand sagt, ach, die Hoppe, die schreibt immer so, das ist so eine Märchentante. Und ich sage dann immer, zeigt mir einen Text, der realistischer ist als ein Märchen. Alle Märchen, die klassischen Märchen, kommen aus der Not der Realität. Eltern schicken ihre Kinder in den Wald, weil sie ihnen nichts zu essen geben können. Hänsel und Gretel. Ja, ein Vater hat 3 Söhne, er kann sie nicht ernähren. Die Kinder müssen in den Wald. Die müssen immer weg, die müssen losgehen, die müssen aufbrechen. Aber das Märchen, und das ist eben das Tolle, das Märchen findet im Gegensatz zur realistischen Literatur natürlich eine Lösung für die Probleme durch das Wünschen. Das ist aber kein Kitsch und auch kein Eskapismus und nicht der Versuch zu verschwinden, sondern zu sagen, wenn die Kraft des Wünschens groß genug ist, dann findet die Sache vielleicht ein gutes Ende. Und deshalb glaube ich, kommen die Märchen aus dem Wunsch, eine sehr harte, sehr schwere Realität durch die Kraft des Wünschens zu bannen. Es ist also das Erzählen als ein Gegengift, natürlich gegen die Wirklichkeit, auch als Trost. Und deshalb werden diese Märchen auch nie aus der Mode kommen und deshalb vergisst man sie nicht. Und alle verstehen sie automatisch. Es ist ein Fundus, der enorm ist. Und die anderen Sachen, die Sagen, die haben ja was mit Orten zu tun, mit Chroniken, und da geht es immer wieder darum, dass man sich des Ortes vergewissert, an dem er ist. Aber diese Geschichten wandern auch, und wenn sie durch die ganze Welt gehen, werden sie merken, dass die Märchen ähnlich sind, aber sie sind nie ganz gleich. Also die deutschen Märchen sind anders als die slowenischen und als die russischen oder die englischen. Es gibt immer Schattierungen, aber es ist eigentlich ein globaler Fundus und er ist absolut relevant, weil die Probleme der Menschen sich zwar im Detail ändern, aber elementar überhaupt nicht. Damit ist natürlich auch Typisierung der Figuren zum Beispiel verbunden oder Kostümierung, Maskierung. Sie haben ja einmal gesagt, es gibt keinen psychologischen Kommentar oder Profil, den Sie schreiben, sondern Sie verwenden eher, wie gesagt, typisierte Figuren. Was kann so eine Verkleidung, so ein Kostüm und so ein Typos zeigen, entkleiden oder auf der anderen Seite auch unsichtbar machen? Also das ist ja unheimlich toll. In unserer Zeit wird ja wahnsinnig viel geredet. Wir reden über alles, wir erklären alles, wir analysieren alles. Und die Psychologie ist natürlich das Mittel. Also dass man erklärt, warum ist jemand wie und warum tut er das. Und ich glaube ja, dass es sehr interessant ist. In Picknick der Friseure zum Beispiel reden die Leute kaum. Aber sie tun Dinge und man kann die Leute erkennen an ihren Gesten, an ihren Requisiten, die sie benutzen. Und ich glaube, dass das Nonverbale in der Komik, in den Texten eine ganz, ganz große Rolle spielt. Im Stummfilm, interessanterweise, versteht man ja alles. Man versteht auch genau, welche Probleme die Leute haben, obwohl sie nicht reden. Oder manchmal kommt so ein Untertitel mit Ausrufen, aber das sind keine Gespräche, keine Analysen. Und die Kostüme und die Rollen und die Typen faszinieren mich, weil ich glaube, dass man Menschen am besten erkennt, wenn sie sich verkleiden. Also man sagt ja immer, ja, also zieh dich doch mal aus, zeig dich doch mal, wie du wirklich bist. Ich glaube, ein nackter Mensch sagt uns weniger als ein verkleideter. Ich fand es immer toll, wenn man zum Kostümfest geht, Fasching, Karneval. Warum sind das Traditionen, die die Menschen bis heute feiern? Weil sie ihre geheimen Wünsche in ihrem Kostüm zeigen dürfen. Fragen Sie ein Kind zum Beispiel, als was möchtest du gehen? Na klar, wenn das Kind jetzt das alte Indianerkostüm vom Bruder anziehen muss, hat es nicht viel Wahl. Aber im Prinzip ist es total interessant, wenn Sie auf die Fastnacht gehen, einmal im Jahr sehen Sie die Menschen als das, was sie wirklich sein wollen. Sie erkennen sie am Kostüm. Und das finde ich großartig. Ich als Kind zum Beispiel wollte ich immer Ratte sein. Das war mein Traumkostüm. Ich wollte eine Ratte im Rattenfängerspiel von Hameln sein, im Freilichttheater. Ich wollte nie jetzt das Schöne, die Tochter des Bürgermeisters. Und ich glaube, ich liebte die Ratte, weil sie beweglich war, weil sie schnell war, weil Ratten intelligent sind. Das Kostüm bedeckte den ganzen Körper und die Ratten hatten immer etwas zu essen. Und deshalb war das einfach meine Traumrolle. Die hatten immer Brötchen und Würste und dieser Wunsch, den ja auch viele Kinder haben, ein Tier zu sein oder die Spiele, die wir spielen, sagen, welches Tier wärst du gerne, wenn du die Wahl hättest und so weiter. Das sind alles Dinge, die viel mehr über Menschen sagen oder manchmal mehr, als wenn sie beim Analytiker auf dem Sofa liegen und sie müssen ihre eigenen Träume interpretieren. Kann man natürlich auch machen, aber das ist, was mich interessiert. Verkleiden Sie sich noch immer zum Beispiel naja, also ich meine, in der Karnevalszeit? Das ist ja auch das Tolle. In einer Stadt wie Berlin zum Beispiel können Sie sehr gut sehen, dass die Menschen, weil es eine große Stadt ist und eine Metropole, da sind die Konventionen nicht so stark. Und im Grunde sieht man dort andauernd verkleidete Leute. Und da so alles Mögliche passiert, fällt das nicht so auf. Aber wenn man sieht, Mode ist eine Form von Verkleidung. Punks waren damals eine Form von Verkleidung. Die Menschen stilisieren sich wahnsinnig. Und wenn man in Berlin mal schaut, was da so rumläuft, da ist jeder Zweite verkleidet. Es ist wirklich, ich halte mich da etwas zurück. Also, ja. Ich würde jetzt nicht mit einer Perücke zu einer Lesung gehen oder so, aber manchmal... Entschuldigung, ist das Schriftstellertum zum Beispiel, eine Schriftstellerin zu sein, eine Verkleidung? Naja, man spielt auch als Schriftsteller eine Rolle. Und das ist die Rolle, die mir am wenigsten gefällt. Die macht mir überhaupt keinen Spaß. Ich habe aber viele Kollegen, die spielen die Schriftstellerrolle perfekt. Sie können das sehen, wenn Sie sich mit den Leuten privat unterhalten, sind die ganz normal, dann kommen die aufs Podium und fangen an zu lesen und plötzlich ist man in der Kirche. Da denkt man dann, er könnte eigentlich auch ein Priestergewand anhaben. Also wir verbinden mit bestimmten Situationen und mit bestimmten Berufen ja auch Rollen. Die Ärzte haben heute keine weißen Kittel oder nicht mehr so oft, aber natürlich erwartet auch das Publikum, glaube ich, vom Schriftsteller eine bestimmte Rolle. Also, obwohl er kein Schauspieler ist, aber das Publikum liebt es auch. Das Publikum kommt ja auch, um andere zu sehen, wie sie in der Rolle sind. Das ist diese Neugier und das ist schon, das ist faszinierend. Wobei mir, wie gesagt, die Rolle des Schriftstellers weniger gut gefällt als die der Ratte. Sie würden noch heute gerne Ratte sein. Naja, also ich habe vor 2 Jahren den Rattenfängerlegende-Literaturpreis der Stadt Hameln bekommen und habe dann gesagt, jetzt, dann haben die gesagt, sie haben einen Wunsch frei und ich habe mir nicht gewünscht, also als erwachsene Frau jetzt auf dem Marktplatz in einem Rattenkostüm. Das wäre etwas lächerlich gewesen. Aber so in meinen Träumen kann ich es mir immer noch gut vorstellen, ja. Wenn wir zurück zu den Geschichten kommen, es ist also alle Maskierungen, Kostümierungen, die ich schon angesprochen habe, sind ja immer auch mit groteske Absurdität verbunden, auch mit Ironie, Selbstironie. Wie wichtig sind diese Elemente für Sie in der Literatur und auch vielleicht im Leben? Ich glaube, dass diese Elemente extrem wichtig sind, also elementar wichtig. Also ein Leben ohne Humor ist für mich nicht denkbar, aber man kann es sich auch nicht aussuchen. Ich glaube aber, dass die Schriftsteller, die sich dieser Mittel bedienen, des Humors, der Ironie, des Witzes, da gibt es natürlich sehr große Unterschiede. Das sind diejenigen, die begreifen, dass das im Grunde die einzige Möglichkeit ist, die Wirklichkeit zu bewältigen. Ich schätze sehr, wenn jemand die Wirklichkeit realistisch zeigen kann. Aber ich glaube, die größere Erkenntnis liegt darin, dass man über das, was die sogenannte Realität ist, hinausgehen kann. Und dafür braucht man natürlich Humor. Ich glaube, dass die größten Schriftsteller sich alle dieser Mittel bedient haben. Und das ist eine Sache, die geschieht eigentlich aus einer existenziellen Not. Wir machen keine Witze, weil wir witzig sind, sondern wir machen Witze, weil das Leben nicht witzig ist. Und wir sind humorvoll, weil das Leben nicht witzig ist, sondern weil es schwer ist. Wenn das Leben leicht wäre, würde kein Mensch Witze machen. Das wäre überhaupt nicht nötig. Und wenn man sich die Literatur anschaut, auch die Radikalität der Literatur, dann sieht man, dass sie das wirklich spiegelt. Ja, also es gibt Kulturen, die sind auch ganz reibungslos, die bringen auch nicht viel Komik hervor. Und dass das Leben grausam ist, sieht man in jedem Stummfilm. Und trotzdem lachen wir uns über diesen Film tot. Und das verschafft uns Erleichterung. Und mit diesen Mitteln arbeite ich. In Picknick gibt es sehr viele brutale Geschichten. Aber das erzeugt natürlich auch Drama. Also ich meine, das erzeugt auch Effekte. Aber ich denke wirklich, dass dieser Humor ein Überlebensmittel ist und auch ein Mittel der Erkenntnis, das auch zeigt, dass wir Menschen sind und dass wir schwach sind. Das ist schon sehr, sehr wichtig zu wissen. Und deshalb könnte ich auf die Mittel nicht verzichten. Es gibt natürlich einen anderen Grund. Ich gebe mir zwar Mühe beim Schreiben, aber ich brauche auch eine... Das klingt sehr primitiv, wenn ich sage, ich möchte auch mich selbst vergnügen. Aber natürlich möchte ich auch Freude an meiner eigenen Arbeit haben. Und die Freude habe ich nur genau wie mit anderen Menschen, wenn es diesen Raum des Vergnügens gibt. Nur dann begreift man das Leben. Aber auf die Weise, die Sie das machen, zum Beispiel, wenn ich wieder Picknick der Friseure anspreche, ist das trotzdem eine, sagen wir mal, unkonventionelle Weise, wenn ich jetzt die aktuelle deutschsprachige Literatur anspreche oder sehe. Da gibt es trotzdem eher realistische Geschichten. Mit Humor kann es sein, natürlich, aber nicht in der Weise. Also in welcher Tradition, in dem Sinne, in welcher Genre-Tradition sehen Sie sich? Das ist sehr, sehr schwer für mich zu sagen, weil ich... schreibe, seit ich Kind bin. Ich habe mit 7 Jahren angefangen, also als ich in die Schule kam praktisch. Und als ich dann selber feststellte, jetzt kann ich auch schreiben, habe ich dann eben auch angefangen, Geschichten zu schreiben. Als Kind sieht man sich nicht in einer Tradition. Man würde ja nie sagen, ich komme aus der Tradition der Kinderbücher oder so. Deshalb habe ich über Traditionen nie nachgedacht. Und als ich dann anfing zu publizieren, stellte sich die Frage natürlich, und wenn ich dann anfange, mich umzuschauen, würde ich tendenziell mich natürlich immer eher einer ost- oder mitteleuropäischen literarischen Tradition zuordnen. Als ich Picknick veröffentlicht wurde, das erste Buch, musste man natürlich den klassischen Klappentext schreiben und dann kam der Lektor und sagte, ja, woher kommen Sie denn, was ist Ihre Tradition? Und dann wurden so Autoren wie Daniel Charms oder Bohumil Rabal genannt, die ich auch kannte und die ich auch sehr verehre, aber ist das eine Tradition? Das ist sehr schwer zu sagen. Da sehe ich mich tatsächlich eher in der Tradition eben wirklich der Märchen und der Sagen und auch sehr stark in einer mündlichen Erzähltradition tatsächlich und natürlich in einer Tradition, die zur Groteske neigt und zum Übertreiben. Das spielt schon sicherlich eine große Rolle. Aber in allem ist doch ein Moment von Realismus, auch wenn es das in der deutschen Literatur so nicht gibt. Da ich von Rabal gesprochen habe, es gibt ein wunderbares Zitat von Bohumil Rabal, das ich nur paraphrasieren kann, ich weiß es nicht auswendig, und er sagt, Literatur zu schreiben bedeutet, der Wirklichkeit die präzisierende Hefe der Fantasie hinzuzufügen. Und das ist ein toller Satz, weil er klar macht, hier ist die Wirklichkeit, darüber sprechen wir. Die zweite Frage ist, wie? Mithilfe der Fantasie. Es gibt also nicht realistische Literatur auf der einen Seite und fantastische auf der anderen, sondern es gibt Schriftsteller, die beschreiben die Wirklichkeit realistisch und andere sagen, wenn ich die Wirklichkeit mit den Mitteln der Fantasie etwas überspitze und grotesker mache, dann kann ich sie deutlicher sehen, als wenn ich sie bloß abschreibe. Das heißt, wenn jemand übertreibt, das ist, als würden Sie eine Lupe nehmen und alles wird größer und dann sehen Sie, was da ist. Und das finde ich wichtig. Man kann nichts erfinden. Man kann es nur mit der Fantasie verändern. Und das ist, glaube ich, was ich tue. Und da sehe ich mich eben tatsächlich eher einer osteuropäischen Tradition verhaftet als einer westlichen. Haben Sie vielleicht schriftstellerische Vorbilder, die Sie nennen könnten in dem Sinne? Nein, ich muss es ganz klar sagen. Das mit dem Vorbild, das war mir immer sehr fremd. Und da habe ich mich immer ein bisschen geschämt, weil das so arrogant ist. Denn wenn man Schriftsteller ist und man fängt an, sollte man ja ein großes Vorbild haben und sagt, ich möchte werden wie der. Das ist sicher keine schlechte Sache, aber auf der anderen Seite finde ich es auch immer riskant, Autoren zu vergleichen und zu sagen, bei Hoppe merkt man sofort, das und das ist das Vorbild. Oder Sie kennen das ja auch, mit Städten macht man das ja auch. Budapest ist das Paris des Ostens. Das sind so Sätze, die ich überhaupt nicht mag, und die Vorstellung, ich würde sterben und in Hameln wäre ein Grabstein und hier, da steht drauf, hier ruht der Kafka von Hameln, was Schlimmeres kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das heißt, man möchte eigentlich man selber sein und ist dann unterwegs dahin. Also Hoppe versucht eigentlich, Hoppe zu werden. Das, glaube ich, wäre ich kann nicht sagen, ich bin mein eigenes Vorbild, aber das wäre mir dann lieber. Unterwegs ist eine gute Sache, also ich möchte jetzt wieder zu Reisen irgendwie, das Reisen ansprechen. Und zwar, Sie haben gesagt, schon immer haben Sie irgendwie Bezug gehabt oder wollten Sie eigentlich in diese zwei Richtungen gehen, Aufbruch und Heimkehr? Das waren diese zwei Punkte. Das ist auch natürlich sehr wichtig für Ihre Werke, aber Sie haben 1997, denke ich, eine sehr große Reise gemacht, eine Schiffsfahrt. Wohin ging es? Was haben Sie dort erlebt? Und ja, was haben Sie mitgebracht? Also ich muss dazu eine Anekdote erzählen, die aber der Wahrheit entspricht. Viele Anekdoten sind ja dann nicht so ganz richtig. Sie müssen mir also glauben, dass es stimmt. Picknick ist 1996 erschienen und 1996 bekam ich für dieses Buch einen Preis vom Zweiten Deutschen Fernsehen, den Aspekte-Literaturpreis. Und dann kamen die Journalisten und sagten, was machen Sie denn mit dem vielen Geld? Die wollen das immer gerne wissen. Es war gar nicht so viel Geld und ich wusste nicht, was ich mit dem Geld machen wollte. Und irgendwann war ich so entnervt von dieser immer wiederkehrenden Frage, was machen Sie mit dem vielen Geld, dass ich sagte, aus purem Trotz, ich mache eine Weltreise, das machen doch alle. Ich wollte aber nie eine Weltreise machen, das war mir viel zu anstrengend. Dann passierte Folgendes, dann kamen die Leute und sagten, wann fahren Sie denn endlich los? Naja, und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich das so erzählt und dann hatte ich diesen Ehrgeiz. Das ist ein gutes Rezept, das ich oft anwende, wenn man etwas oft genug behauptet, muss man es am Ende auch tun. Und das ist eigentlich toll, um produktiv zu werden. Ja, und jetzt war ich in der Situation, wie verreise ich? Und ich bin eigentlich eher bequem. Und dann habe ich nach einer Möglichkeit gesucht und kam darauf, am einfachsten ist es auf einem Schiff. Und bin dann auf ein ganz normales Container-Frachtschiff gestiegen, also kein Kreuzfahrtschiff, ein Containerschiff, und bin von Hamburg bis nach Hamburg gefahren. Also in Hamburg ging die Fahrt los und nach 4 Monaten war ich wieder in Hamburg und hatte die Welt umfahren und die Route war eine normale Handelsroute, Hamburg, New York, dann durch den Panamakanal in die Südsee, Neuseeland, Australien, dann bis hoch nach Südkorea, nach Hongkong, nach Singapur, durch den Suezkanal, über Gibraltar und England wieder zurück. Das dauerte 4 Monate und in den 4 Monaten habe ich eigentlich hauptsächlich Wasser gesehen. Und es war eine großartige Reise, weil ich erstens physisch erfahren habe, die Erde ist rund, man umkreist sie. Das Reisetempo war großartig und auf einem Schiff erlebt man die Welt in einem kleinen Format. Das heißt, ich habe natürlich in dieser Zeit mehr von dem Leben auf dem Schiff erfahren als von der Welt. Aber meine Aufgabe, eine Weltreise zu machen, hatte ich damit erfüllt. Wollen Sie jetzt mit diesem Geld von dem Georg Büchner Preis, ist nicht so wenig, ne? Wollen Sie noch eine Reise machen, noch eine zweite Weltreise? Das ist eine interessante Frage, denn ich bin jetzt mehrfach, also das Geld ist jetzt tatsächlich etwas mehr, als es damals vor 16 Jahren war. Aber der Effekt dieser Schiffsreise, also die ich 1997 gemacht habe, war ja ganz enorm. Ich habe die Reise gemacht, ich habe ein Buch darüber geschrieben, mein zweites, Pigafetta, ein Seefahrtsroman. Und nach diesem Buch hieß es, Felicitas Hoppe ist unsere große Reiseschriftstellerin. Das stimmte aber gar nicht. Also man vergisst immer, dass es ein Unterschied ist, ob jemand ein Reiseschriftsteller ist, dann fährt er in die Länder und schreibt über die Länder, oder ob er, wie ich, ein Schriftsteller ist, der viel reist. Also ich war in vielen Ländern, habe dann nicht geschrieben, aber der Effekt von Pigafetta war natürlich, dass man mich plötzlich überall hin eingeladen hat. Na, Sie sind um die ganze Welt gefahren, jetzt kommen Sie doch mal dahin und dahin und dahin. Und das war natürlich toll und faszinierend und das hat auch mein Schreiben dann natürlich auch verändert oder beeinflusst. Das sind jetzt 16 Jahre, die ich eigentlich permanent um die Welt oder durch die Welt reise und zwischendurch meine Bücher schreibe. Aber als jetzt nach dem Büchnerpreis die Frage kam, jetzt machen Sie doch bestimmt wieder eine große Reise, habe ich gesagt, nein. Mein größter Traum ist jetzt ein ganz anderer, wenn ich, das Geld reicht dafür nicht, aber wenn das richtig viel Geld wäre, würde ich mir ein großes Haus kaufen, irgendwo am Wasser und das tun, was ich gerne machen würde. Ich bin jetzt in den letzten Jahrzehnten immer Gast gewesen, immer der Gast, der irgendwo hinkommt und ich würde die Rolle gerne umtauschen und sagen, ich möchte eigentlich der Gastgeber sein. Ich möchte, dass die Leute zu mir kommen. Dafür brauche ich natürlich Geld und ein großes Haus. Ich habe auch oft überlegt, ich hätte zum Beispiel unheimlich gern ein kleines Hotel. Ja? Da kommen dann die Leute und man versucht es für die Leute schön zu machen. Das heißt, die erste Lebenshälfte wäre das Reisen, also das Gastleben, und die zweite Lebenshälfte wäre das Gastgeberleben. Das würde mir schon sehr gefallen. Aber finanziell schaffe ich das im Moment nicht. Aber irgendwie auch, also von diesem Aufbruch der ersten Phase zur Heimkehr der zweiten Phase, kann man es so sehen? Also, ja, also ich denke schon, dass das war für mich immer so, dass ich immer fand, dass beim Wegfahren, beim Reisen, natürlich erlebt man sehr viel, man lernt Menschen kennen, man lernt unheimlich viele Dinge, so wie man ist 2 Tage in Maribor und plötzlich, ja, also ich merke das dann, es geht sehr, sehr schnell, also dass Dinge dazukommen oder dass man denkt, das möchte ich jetzt verfolgen und das ist für mich auch immer ein Problem, weil ich auf jeder Reise extrem inspiriert werde und ich weiß gar nicht, was ich mit der vielen Inspiration, ich habe gar nicht so viel Zeit, die Inspiration sich verwandeln zu lassen. Und deshalb wäre es, ja, aber bei jeder Reise denke ich daran, es ist eigentlich auch schön, wenn man wieder nach Hause kommt. Aber um dieses gute Gefühl des Nachhausekommens zu haben, muss ich ja mich erstmal auf die Reise machen, sonst geht das ja nicht. Genau. Und damit ist vielleicht auch eine andere Sache verbunden, nämlich der Unterschied zwischen Statik und Dynamik vielleicht, also was durchaus auch im literarischen Werk durch die Sprache sich zeigen kann sozusagen. Wie ist das für Sie wichtig, auch was die Stilistik betrifft zum Beispiel? Also ich glaube, ich würde dann schon sagen, ich bin eher der, auch im Schreiben, der dynamische Typ. Also es ist ganz interessant, ich habe oft darüber nachgedacht, wer schreibt was. Welche Autoren schreiben Dramen, welche Autoren sind Lyriker? Also ich bin eine Prosa-Schreiberin, obwohl ich auch zum Teil sehr poetisch arbeite. Immer wieder fragen mich Leute, schreiben Sie auch Lyrik? Und ich glaube, ich kann Lyrik nicht, weil ich immer irgendwie nach vorne will. Und deshalb gefällt mir der Schwung der Prosa natürlich sehr. Aber zugleich hat man natürlich... ist der Beruf des Schriftstellers, wenn Sie nicht an den Stil denken, der Beruf des Schriftstellers braucht einfach auch eine gewisse Statik. Man sitzt und schreibt oder ich weiß nicht, wie andere Leute schreiben, vielleicht im Liegen oder am Stehpult, aber es ist komisch, dass man in einer Ruheposition ist, aber trotzdem auf Reisen geht, nämlich indem man erzählt. Und das ist etwas, womit ich nie richtig fertig geworden bin, dass der Schriftstellerberuf einerseits diese Kontemplation erfordert, andererseits eine Dynamik braucht und dass man, worunter ich immer gelitten habe, als Schriftsteller immer auch ein bisschen vom Leben ausgeschlossen ist. Und deshalb wollte ich eigentlich nie Schriftstellerin werden, weil ich immer das Gefühl hatte, da draußen passieren die richtigen Dinge und ich sitze drin und schreibe. Und irgendwie ist das ein Widerspruch, den man nicht ausgleichen kann. Ich habe immer Menschen bewundert, die handlungsstark sind, die Dinge machen, die von mir aus ein Haus bauen, das dann wirklich dasteht. Und der Schriftsteller als Beobachter, als Sammler. Und ich habe immer gedacht, es müsste eine Möglichkeit geben, beides auf einmal zu sein. Und eine Lösung dafür habe ich noch nicht gefunden. Und diese Diskrepanz, nämlich zwischen der Bewegung und der Statik, die muss man aushalten. Und das ist ganz schön schwierig, finde ich. Ich hätte vielleicht da einen Vorschlag. Was ist mit Dramatik zum Beispiel? Ich habe nämlich Ihre Geschichten, wo ich sie gelesen habe, habe ich immer nachgedacht, wie sieht das auf einer Bühne aus? Das könnte man inszenieren sozusagen. Also ich denke, auch die typisierten Rollen, die Maskierungen sind eigentlich ja, bereit für die Bühne sozusagen. Mhm. Das ist ein interessanter Aspekt, weil ich öfter, also nicht nur auf die Lyrik, sondern eben auch auf das Theater angesprochen werde. Und ich sehe hier ein ganz großes Problem, nämlich Hoppes Allmachtsfantasie. Ich glaube ja, dass Schriftsteller, die Romane schreiben, das ganz große Bedürfnis haben, sie wollen jetzt nicht direkt der liebe Gott sein, aber sie haben ein ganz starkes Bedürfnis, alles allein zu machen. Wie viele Schriftsteller. Sie wollen die Welt regieren, deshalb schließen sie sich auch aus und gehen weg. Und sie machen, also mein Traumberuf ist eigentlich bis heute Dirigent. Das bin ich nie geworden. Und warum wollte ich Dirigent werden? Ja, natürlich, ich wollte mit anderen Menschen zusammen sein, aber ich wollte natürlich bestimmen. Ja? Also ich wollte natürlich denen sagen, was sie machen sollen. Wenn sie einen Roman schreiben, das ist toll und schrecklich zugleich. Sie müssen alles auf einmal machen. Sie sind der Komponist, sie sind die Schauspieler, sie sind der Dirigent, sie sind der Kostümbildner, sie müssen die Leute füttern, sie müssen alles alleine machen. Das ist ein wahnsinniges Unternehmen. Deshalb halte ich ehrlich gesagt Schreiben auch für die, nicht die schönste, aber für die schwierigste aller Künste. Davon bin ich überzeugt, dass es nichts Schwierigeres gibt. Auf der anderen Seite, wenn schon alles da ist, was macht dann der Theaterregisseur? Wenn ein Drehbuch, wenn Sie das klassische Filmdrehbuch nehmen, das ist ein Skelett. Da ist aber das Skelett und der Rest, der ist für die anderen. Und bei Hoppe gibt es in den Texten zu viele Bilder. Oder sie müssten, wenn sie es auf die Bühne bringen, ganz anders machen. Es gibt eine Geschichte in Picknick, da gibt es ein Kind, das hat rote Haare. Und der Vater kann diese Haare nicht ertragen, weil es ihn an die Mutter erinnert, die er verlassen hat. Und er rasiert jeden Abend dem Kind die Haare ab. Und diese Haare wachsen, jeden Morgen sind die Haare wieder da. Dieser Text ist mal in einer Zeitschrift abgedruckt worden und daneben war ein riesiges Foto von einem Mädchen mit roten Haaren. Die Geschichte war kaputt, ja, weil das Wachstum der Haare und dieser dramatische Effekt, der geschieht in der Fantasie. Und wenn man ihn 1:1 übersetzt in dieses Bild, das war wie so eine irische Schönheit mit prächtigen... Ich dachte, oh Gott, das funktioniert wirklich überhaupt nicht. Das heißt, man müsste, wenn man solche Texte auf die Bühne bringt, müsste man sie umfunktionieren. Das kann man machen, das ist auch gemacht worden, aber dann müsste man sich was anderes ausdenken. Ich will damit sagen, ein Autor, der theatralisch ist, ist nicht unbedingt gut fürs Theater. Das ist meine Meinung. Und ein Autor, der selbst zum Drama neigt, vielleicht müssen Theaterautoren sehr nüchtern sein. Oder sehr schlicht oder einfach. Ich könnte es ja mal versuchen. Also ich habe noch nie versucht, ein Theaterstück zu schreiben. Und wenn, dann würde ich versuchen, ganz andere Mittel anzuwenden als in meiner Prosa. Ihr neuestes Buch ist eigentlich eine Autobiografie, fiktionalisierte Autobiografie, heißt Hoppe, kann man nicht verfehlen irgendwie. Aber ich habe da einen sehr... ungewöhnlichen, würde ich sagen, Interview gelesen von Felicitas Hoppe mit Felicitas Hoppe. Und da sagte die Felicitas Hoppe, die Fragen gestellt hat, hatte gefragt, ja, ist das jetzt eine Autobiografie? Und die Felicitas Hoppe, die geantwortet hat, hat gemeint, nein, das ist keine Autobiografie, das ist eine Biografie über Felicitas Hoppe. Was bedeutet das? Also ich könnte nicht so sehr folgen. Es ist sehr einfach. Ich kann es in wenigen Sätzen erklären. Ich habe sehr viel über historische Figuren geschrieben. Also ich habe über Jeanne d'Arc geschrieben, das ist die bekannteste, aber auch viel über Gestalten aus der Geschichte, die man nicht kennt. Und irgendwann dachte ich, ich will nicht immer über historische Figuren schreiben. Das wird ja langweilig. Und dann dachte ich auch, das sind ja auch nur Rollen und Masken, eigentlich möchte ich über mich selbst erzählen. Und dann habe ich gedacht, dann schreibe ich doch einfach eine Autobiografie. Das war ein bisschen wie mit der Schiffsreise. Ich habe das dann so gesagt und dann sagten die Leute, wann kommt denn das? Und dann habe ich gesagt, ich werde sie schreiben. Und dann sagten die, sie können das nicht schreiben, sie sind nicht alt genug für eine Autobiografie. Und da habe ich zwei Dinge gelernt, die mich bis heute beschäftigen. Man darf nur eine Biografie schreiben, entweder wenn man alt ist oder wenn man richtig berühmt ist. Und ich bin ein bisschen alt und ein bisschen berühmt, aber nicht alt genug und nicht berühmt genug. So, also ich hatte kein Alibi sozusagen. Aber ich wollte das eben unbedingt trotzdem machen, weil ich finde, jeder sollte eigentlich alle 10 Jahre über sich eine Autobiografie schreiben. Dann sieht man, wie man sich verändert. Gut, das war mein Gedanke. Und dann habe ich mich hingesetzt und angefangen und merkte, das ist unglaublich schwer, über sich selbst zu schreiben, natürlich. Und dann dachte ich, nein, du kannst nicht ich sagen, du musst eine Position finden mit Distanz. Und dann dachte ich, na klar, ich schreibe über mich Ich bin meine Biografin und habe angefangen zu schreiben, Felicitas Hoppe, so und so und so. Diese Biografien kennen wir alle und das war mein Prinzip. Und dann ging es ganz leicht. Denn wenn ich selbst mein neutraler Biograf bin, darf ich endlich alles sagen, was ich schon immer über mich sagen wollte. Das funktioniert in der Ich-Form nicht. Man fängt sofort an zu lügen. Aber wenn Sie Ihr eigener Biograf sind, ich habe meine Freunde dann fiktiv natürlich befragt, Zeitzeugen, und die Leute können die schlimmsten Dinge über Hoppe sagen, die ich über mich selber nicht sagen würde. Das war die eine Sache, und die andere war, dass ich dann plötzlich merkte, unser Leben hat zwei wichtige Teile. Das sind die Fakten, Felicitas Hoppe, geboren im Dezember 1960 und so weiter. Die andere Hälfte unseres Lebens sind unsere Wünsche. Und ich glaube, dass unsere Wünsche und unsere Träume für unser Leben, ich sage nicht, dass sie real sind, aber dass sie für unser Leben fast dieselbe Bedeutung haben wie die Fakten. Wir wünschen uns jeden Tag irgendetwas. Wir haben Träume, wir haben Pläne, die nicht Wirklichkeit werden können. Das ist nicht schlimm. Das heißt nicht, dass unser faktisches Leben schlecht ist und das gewünschte Leben das Bessere, sondern die Wünsche sind Teil von unserem Leben. Wenn man überlegt, in Prozent kann ich das nicht messen, wie viel Zeit eines Tages wir damit verbringen, in anderen Welten zu sein. Ich merke das, wenn ich Lesungen mache. Ich weiß nie, ob die Leute wirklich da sind. Also sie sind jetzt wahrscheinlich da, aber physisch, aber wo sie in Wirklichkeit sind. Und das ist das Tolle am menschlichen Wesen, dass wir physisch irgendwo sind und zugleich mit unserem Kopf und unseren Gedanken woanders sein können. Das heißt, wir können nicht nur in der Literatur, sondern jeder, wir können eigentlich verschiedene Leben leben. Und dieses Prinzip habe ich in Hoppe, in meiner Biografie verwendet und habe mal geguckt, was wäre mit Hoppe passiert, wenn sie nicht in Hameln geboren wäre, sondern an einem anderen Ort. Und das ist aber kein Betrug am Leser, sondern das heißt einfach, die Fakten ernst nehmen, aber auch die Wünsche. Das ist das Hoppe-Prinzip. Also ich kann Ihnen versichern, ich bin 100% da, so konzentriert bin ich selten. Aber ja, Sie fiktionalisieren da auch, wenn ich das richtig gelesen habe, zwei große Lieben, Männerlieben. Ja? Und ja, ich würde es nicht wagen, also ich würde Ihnen lassen, was Sie über diese Männerlieben erzählen. Wer sind diese zwei Personen, diese zwei fiktionalisierten dann Figuren im Buch und woher kommt diese Liebe eigentlich? Ja, das war ganz toll. Ich habe natürlich, also zu den Träumen gehören natürlich auch die Menschen, die wir faktisch lieben und die wir gerne geliebt hätten oder die wir lieben, die uns aber nicht lieben. Da gibt es ja alle möglichen Kombinationen. Und ich habe in diesem Buch, wie gesagt, ich bin ja in Hameln geboren, in dem Buch mache ich das aber so, dass diese kleine Felicitas mit ihrem Vater sehr schnell aus Hameln verschwindet und sie gehen nach Kanada. Und wie das gekommen ist, kann ich erklären. Ich habe angefangen, das Buch in Amerika zu schreiben, in Washington, und saß da und blätterte in einem Buch über Eishockey. Ich weiß nicht viel über Eishockey, aber ich liebe diesen Sport und ich fand in dem Buch ein Bild von einem unglaublich schönen jungen Mann, 11 oder 12 Jahre alt, und ich wusste nicht, wer er ist und habe dann unten geschaut und es stellte sich heraus, das ist der berühmteste Eishockeyspieler aller Zeiten, Wayne Gretzky, ein Kanadier, der heute in Los Angeles lebt, und ich habe selten ein so schönes Bild von einem Jungen gesehen und ich habe gedacht, der ist, ja, dann habe ich geschaut, wie alt er ist und es stellte sich heraus, der ist fast so alt wie ich. Ich bin im Dezember 60 geboren, er im Januar 61 und dann dachte ich, das gibt's ja gar nicht, der könnte ja mein Zwilling sein, also das ist wunderbar und damit war die Idee geboren. Ich habe gesagt, mit dem möchte ich aufwachsen, ich möchte Eishockeyspielerin werden, das ist meine erste große Liebe und damit war das Buch eigentlich schon geschrieben, weil ganz klar war, das Buch muss in Kanada spielen, wo Wayne Gretzky aufgewachsen ist und Felicitas zieht nach Kanada und wohnt dann eben in der Nachbarschaft und spielt zusammen mit Wayne und er wird erste große Liebe. Also hier ganz simpel, ich habe mich in ein Bild verliebt. Sowas geht. Ich dachte immer, Sie kennen wahrscheinlich die Zauberflöte von Mozart. Da gibt es eine berühmte Arie, wo Pamino, das Bildnis dieser Frau sieht, nur so ein Medaillon, und er verliebt sich in das Bild und fängt natürlich sofort an zu singen, wie das in der Oper üblich ist. Und ich habe mir gedacht, so ein Quatsch, man kann sich nicht in ein Bild verlieben, aber das stimmt natürlich nicht. Bei mir hat das etwas lange gedauert, aber und der andere, da wir schon in Kanada sind, der andere, die zweite große Liebe, ist dann der berühmte kanadische Pianist Glenn Gould, und das hat mir sehr gefallen. Glenn Gould habe ich schon immer verehrt, er sieht auch sehr gut aus, finde ich, er lebt ja nicht mehr, er sah sehr gut aus, als er jung war, und mich hat sehr fasziniert, auch die Musik und den Sport zu vergleichen, weil es mich interessiert hat, diese beiden Themen zu verbinden, weil ich glaube, die Virtuosität in der Musik einerseits und auf dem Eis andererseits, die Geschwindigkeit, das Tempo, das hat mir unglaublich gut gefallen. Und deshalb wollte ich diesen beiden Kanadiern, auch wenn sie nicht so viel miteinander zu tun haben, beiden einen Platz in meinem Leben geben. Und Wayne Gretzky lebt noch, er weiß nichts von seinem Glück. Ich habe aber, das ist ein interessantes Detail, als das Buch erschien, habe ich einen Brief aus Ljubljana bekommen, aus Ljubljana von der Universität, von einem Kanadier, der in Ljubljana unterrichtet und mir aus Ljubljana schreibt, ein Freund habe ihm erzählt, ich hätte ein Buch über Wayne Gretzky geschrieben und dafür den Büchnerpreis bekommen, und das habe er nicht geglaubt, das sei doch ein Witz. Und dann hat er das wohl gelesen und gemerkt, dass es stimmt, und schickte mir sein Buch über die Rolle des Eishockey in der kanadischen Literatur. Das heißt, meine erste Reaktion aus Kanada kam aus Ljubljana, und das werde ich nie vergessen. Und eigentlich sollte ich an die Uni nach Ljubljana und dort mich über Eishockey unterhalten. Absolut. Und das sind Dinge, das ist mit das Schönste am Bücherschreiben und am Bücherveröffentlichen, dass Sie plötzlich aus irgendeiner Ecke der Welt, wo Sie es überhaupt nicht erwarten, eben in dem Fall Ljubljana, bekommen Sie plötzlich Post mit einem Kommentar, und er sagte, ich hoffe, das Buch wird bald ins Kanadische, er sagte nicht kanadische Englisch, sondern ins Kanadische übersetzt, und ich hätte mehr über Wayne Gretzky geschrieben als alle kanadischen Autoren zusammen. Was passieren würde, wenn Wayne Gretzky das Buch wirklich lesen würde, das weiß ich nicht. Wir werden das abwarten, was passiert, ne? Und vielleicht einmal den Herrn fragen, wenn er das liest, ja, wenn es übersetzt wird. Ja, Sie haben wieder ein Schlagwort gesagt, und zwar wieder Dynamik, also diese Beziehung zwischen Sport und Musik haben Sie angesprochen. Das hat natürlich wiederum was mit der Sprache zu tun. Einmal haben Sie gesagt, dass Sie sehr langweilig finden, wenn sich eine Geschichte zieht, also wenn sie langweilig ist sozusagen. Ja. Wie wichtig ist Tempo, ist Rhythmik für die Sprache, für Ihre Geschichten? Das ist eine wunderbare Frage, weil Sie das praktisch, diese zwei Punkte genau zusammenbringt, nämlich auf der einen Seite den Rhythmus, das kommt aus der Musik, und das Tempo hat natürlich auch mit Musik zu tun, aber ist, im Sport spielt das natürlich eine Rolle, was in beidem eine Rolle spielt und auch beim Schreiben, aber auf ganz, ganz andere Weise, ist die Frage, wann ist der richtige Moment? Und das ist gar nicht so leicht. Also zum Beispiel, wie fängt ein Text an und wann ist ein Text zu Ende? Wie findet man den richtigen Schluss? Und Wayne Gretzky zum Beispiel ist berühmt dafür gewesen, dass er mit ganz winzigen Verzögerungen arbeitet. Also zu wissen, wann ich wirklich schlagen muss, das ist ja die allerhöchste Kunst, und das ist auch in der Musik so, und das ist, glaube ich, auch in der Literatur so. Also den Rhythmus zu finden, die richtige Zäsur zu finden, das kann man natürlich üben, das kann man trainieren, aber eigentlich ist es ein Talent, und ich glaube, manche haben es und andere haben es nicht. Und da sind wir auch bei einer Frage, inwieweit kann man, im Sport müssen Sie trainieren, in der Musik ist vieles Übung, 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 immer wieder, und Es gibt ja keinen genialen Moment. Niemand kann etwas leisten, ohne dass er viel Arbeit und Zeit investiert. Arbeit und Zeit. Und es gibt aber einen Rest, wie ein Geheimnis, das kann man niemandem beibringen, das kann man auch nicht weitergeben. Das hat man oder das hat man nicht. Und das ist dann vielleicht das, was den persönlichen Sound ausmacht in einer musikalischen Interpretation und auch bei bestimmten Texten, wo man sofort merkt, das ist von dem und das könnte ein anderer so nicht schreiben, auch nicht, wenn er 10 Jahre trainiert. Wenn ich jetzt Ihren Bücherverzeichnis anschaue, also Ihren Opus, habe ich gesehen, dass jetzt im Vordergrund letzten 5, 4 Jahre doch die Romane stehen im Vergleich zu den Kurzgeschichten. Gibt es dafür einen Grund, warum Romane? Sind sie besser vermarktbar oder also? Ja, das ist eigentlich komisch, denn ich denke, wenn ich mich selber klassifizieren müsste, was ich ja Gott sei Dank nicht muss, würde ich immer sagen, als Genre immer die eigentlich kurze Prosa. Also eben nicht das Gedicht, die kurze Prosa, und ich glaube, es hängt schon damit zusammen, dass es mit dem Markt zusammenhängt, also dass man sehr stark gar nicht forciert wird, aber irgendwie doch die Idee des Romans spielt auf dem Buchmarkt eine ganz große Rolle. Es ist schon sehr seltsam, weil man das immer wieder hört, die Leser wollen Romane, die Leser, nun wissen wir nicht, wer diese Leser sind, wir haben sie nie getroffen, wir kennen sie nicht, aber angeblich gibt es diesen einen prototypischen Leser, der jedem Verleger sagt, was der Leser will, und vielleicht hängt es schon damit zusammen. Aber wenn Sie sich die Romane genauer angucken, also meine Romane, die sind doch alle sehr schmal, es sind kleine Romane, der letzte ist sicher mit Abstand der dickste, und trotzdem merkt man, glaube ich, dass auch dieser aus der Dynamik der kurzen Prosa lebt. Und ich habe zwischendurch, was auf dieser Bücherliste nicht so klar ist, ich habe viele Bücher mit bildenden Künstlern auch zusammen gemacht, das sind Erzählungen, also das Schreiben der Erzählungen hat nie ganz aufgehört. Aber es ist wohl wahr, ich glaube, dass allgemein immer noch, obwohl sich viel geändert hat in den letzten 10, 20 Jahren, die kurze Prosa, und ich glaube nicht nur in Deutschland, sondern allgemein die kurze Prosa, einfach viel zu gering bewertet wird. Und vielleicht wäre es anders, wenn man sie anders verkaufen würde, anders anpreisen, denn in einer Zeit, in der angeblich niemand Zeit hat zu lesen, ist es schon staunenswert, dass es Romane gibt, die 800 oder 1000 Seiten haben. Ich glaube, das hat viel mit dem Mythos der Literatur zu tun, dass ein Autor als groß gilt, wenn er den großen Roman schreibt. Das ist sicher toll, wenn jemand den langen Atem hat, aber unter uns gesagt, wenn Sie Gedichte oder kurze Prosa lesen, merken Sie natürlich viel schneller, ob ein Autor gut oder schlecht ist. In einem Roman kann man viel mehr Fehler machen. Der Roman ist so dick, wenn da mal 5 oder 6 schlechte Seiten sind, okay. Aber in einer kurzen Geschichte fällt jeder schwache Satz sofort auf. Von der Lyrik ganz zu schweigen, da fällt jedes Wort, was nicht stimmt, auf. Deshalb würde ich polemisch sagen, der Roman ist irgendwie auch, ist irgendwie auch die bequemste Form. Ja? Also das, mir hat das nie imponiert, wenn jemand dicke Bücher schreibt. Es war mir nie so, dass ich sagte, oh, ich möchte auch. Und es gibt einen ganz tollen Satz, von dem ich fest überzeugt bin, vielleicht wird die Zeit der dicken Bücher zu Ende gehen. Der Satz ist nicht von mir, aber er heißt, in jedem dicken Buch steckt ein dünnes Buch, das schreit, lass mich raus. Und diesen Satz finde ich sehr markant. Und ich glaube, dass viele Bücher wesentlich dünner sein könnten und dass sie aus Eitelkeit so dick sind. Aber die Bücher verschwinden ja Gott sei Dank auch wieder. Es bleiben ja nur sehr wenig Bücher übrig. Und die großen Romanautoren des 20. Jahrhunderts, die drehen sich jetzt im Grab. Nee. Ja, natürlich, aber das steht ja auch in seiner Zeit. Also wenn man sieht, woher der Roman kommt und wann er entstanden ist, es ist ja nicht so, dass die Literaturgeschichte voller dicker Romane wäre. Und wir sind heute in einer Zeit, die sich geändert hat, und die Literatur muss sich dementsprechend, verwandelt sich auch. Ich glaube, dass das Schreiben von Romanen eigentlich eine sehr altmodische Attitüde ist, nämlich sie hängt damit zusammen, dass wir immer noch diesen Wunsch haben, uns von einem großen Autor die komplizierte Welt in einem dicken Buch erklären zu lassen. Wir lesen dann all diese Bücher eben nicht und ich glaube, dass durch die Veränderung der medialen Welt, ich will jetzt nicht immer das Internet und so weiter, aber dass die Erzählwelten sind umverteilt und auf mich wirken viele, auch der aktuellen neuen Romane, von ihrer Form her ganz, ganz altmodisch und ich würde sie nicht lesen, um mir die Welt erklären zu lassen. Ich glaube, es ist ein großer, großer Wunsch, auch nach dem Charakterprotagonisten und all diesen Dingen und das sind Dinge, die mich literarisch weniger interessieren. Natürlich, also möge sich im Grabe umdrehen, wer will, aber ich rede ja auch nicht von den Toten, sondern dann auch von den Lebenden. Aber im Prinzip ist jeder frei. Jeder Schriftsteller kann machen, was er will und wenn er seine Leser dafür findet, dann umso besser. Und wie sehen Sie ganz konkret zum Beispiel die Zukunft der Literatur, der literarischen Genres? Was wird passieren? Wird doch die Kurzgeschichte irgendwie in den Vordergrund treten? Kleinere Formen, kleinere Romane vielleicht? Das ist sehr schwer zu sagen. Das hängt erstens davon ab, auch in welchem Kulturkreis, also von welchen Orten wir sprechen. Ich glaube, dass in verschiedenen Ländern Literatur auch sehr unterschiedliche Rollen und Funktionen übernimmt. Aber das, was ich fest glaube, ist, dass entscheidend ist, zu begreifen, dass die Literatur, egal wer sie betreibt und wofür und in welcher Form, ob als Gedicht oder als Roman, dass das nicht das Mittel ist, vielleicht ein Mittel, ein wunderbares Mittel, die Welt zu erklären oder Teile der Welt zu erklären, aber es ist kein Mittel, die Welt zu bestimmen und auch kein Mittel, die Welt zu regieren. Ich finde es unglaublich überheblich, wenn man Schriftsteller permanent zu Welterklärern aufruft und sie auffordert, zu sagen, wie soll dies sein und was soll das sein und was muss aus Europa werden. Also das große Statement, ich glaube, die Kraft der Literatur, ich bin wirklich kein bescheidener Mensch. Also wenn ich sage, die Kraft der Literatur liegt auch in ihrer Bescheidenheit, meine ich, dass man den Mut haben muss zu sagen, ich lebe hier und ich beschreibe einen Mikrokosmos oder ich beschreibe einen Alltag oder ich beschreibe etwas, das mir wichtig ist. Und das zeige ich und das ist da und das können Menschen lesen. Man muss keine Gesellschaftsmodelle entwerfen, sondern es genügt doch zu sehen, was da ist und darüber zu sprechen. Also das ist eigentlich das Menschliche und das Humane an der Literatur. Und sich auch zu trauen, dass man sagt, wir sind vielleicht auch nicht die Wichtigsten. Das könnte ja sein. Und ich glaube, wenn die Literatur sich selbst weniger unter Druck setzt, dass sie automatisch besser wird. Davon bin ich überzeugt. Und sollen, wenn nicht Schriftsteller, sondern dann die Politiker zum Beispiel die Welt erklären? Wer soll diese erklärerische Funktion haben in der Zukunft? Oder? Die Menschen sollen sich eigentlich die Welt selbst erklären. Und das ist natürlich eine unlösbare und sehr schwierige Aufgabe, weil das anstrengend ist. Aber das ist ja eigentlich das demokratische Prinzip. Das ist übrigens auch das Internetprinzip, auch wenn das im Internet natürlich oft desaströs ist. Da wird das ja praktiziert und auf welchem Niveau, das kann man im Internet wunderbar sehen. Das kann man ganz schlimm finden und das ist zum Teil auch schlimm, aber es geschieht. Das sind die sogenannten Foren. Die Menschen reden ja permanent miteinander und dann gibt es natürlich den Wunsch nach anderen Instanzen, die einem sagen, das ist wichtig, das ist richtig. Und ich glaube, dass Menschen versuchen müssen, ihre Instanzen für sich selbst zu finden. Aber man kann nicht sagen, der Schriftsteller muss oder der Politiker soll oder der Priester dies und das. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, und das macht diese Zeit unglaublich kompliziert und anstrengend, in der diese Rollen nicht mehr so zur Verfügung stehen. Ja, oft wissen die Leute selber nicht mehr, was sie tun sollen. Wenn sie heute in eine Kirche gehen, ja, dann ist da drin eine Kunstausstellung und der Priester moderiert die Kunst und der Künstler moderiert die Religion und es gibt in Deutschland, fangen die Schriftsteller an, sonntags in den Kirchen zu predigen. Das kann man alles machen, Wie man das findet, ist was anderes, aber daran sieht man, dass da eine richtige Not ist, nämlich überhaupt zu verstehen, wer ist für was zuständig. Und ich will das auch nicht kleinreden, aber ich glaube, das Entscheidende ist, und das tue ich, wenn ich mit Lesern literarisch zu tun habe. Die Leser fragen mich oft bis heute, habe ich ihre Geschichte richtig verstanden? Und dann sage ich, in der Literatur gibt es kein richtig und kein falsch. Ich kann Ihnen diese Arbeit nicht abnehmen. Ich kann Ihnen jetzt sagen, ja, die rote Perücke, das bedeutet Revolution. Das ist aber Unsinn. Die rote Perücke kann sehr viel bedeuten. Und in dem Sinn bin ich vielleicht eine Erzieherin, ganz furchtbar, weil ich mir wünsche, dass Leser und Leserinnen die Freiheit und die Kraft und den Mut haben, zu sagen, der Text gehört mir, wenn ich ihn lese. Das ist anstrengend, das weiß ich auch. Und auf jeder Lesung erlebe ich, dass die Leute eigentlich wollen, dass ich ihnen A, die Texte erkläre und B, dass ich ihnen die Welt erkläre. Und ich kann nur sagen, ich möchte mich mit ihnen über die Welt unterhalten. Und das ist eine Partnerschaft und keine Hierarchie. Und so sehe ich mich. Wahrscheinlich bin ich deshalb auch keine Politikerin geworden. Da müsste ich das anders machen. Hat sich die Leserschaft, also die Leser, haben sie sich durch die Zeit verändert? Was ist jetzt besser oder schlechter geworden? Was ist auch im Sinne von diesen allen ganzen anderen Medien, die neben Buch sozusagen parallel vorhanden sind? Ist das besser für das Buch oder schlechter? Das ist schwer zu sagen. Also was durch die Medien hat sich der Kontakt mit den Lesern verändert. Also man kann mich über das Internet ja sofort erreichen. Da ist meine E-Mail-Adresse, da gibt es dann Literaturport, so ein Programm, da können Sie reingehen. Das heißt, ich bekomme viele Anfragen, Leserbriefe, also direkt über das Internet. Ich beantworte alles, also es gibt keine Briefe, die ich nicht beantworte, außer wenn ich merke, jemand hat einfach Spaß, das ist eine dumme Beleidigung, also ich muss jetzt kein Beispiel geben, aber wenn ich das Gefühl habe, jemand hat eine Frage, ja, und es hat sich intensiviert und das Interessante ist, unabhängig von den Medien, dass ich bei jedem Buch gemerkt habe, dass es alte Leser gibt, die wegbleiben und sagen, nee, also Hoppe nach Picknick mag ich nicht mehr, und bei jedem Buch gibt es aber neue, die dazukommen. Und was für mich schön ist, ist, dass die Leserschaft größer geworden ist und es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen einer eher intellektuellen, wissenschaftlichen Leserschaft und die interessantesten Leser sind eigentlich die, also wie gesagt, die privat Kontakt aufnehmen, die einem persönlich schreiben und die ganz ohne irgendwelche vorgefassten Ideen mit den Texten umgehen. Das war beim letzten Buch, ist es ganz erstaunlich, da habe ich ganz viele neue Leser gewonnen, die noch nie was von mir gelesen hatten, wo alle sagten, also die Autobiografie von Hoppe liest ja nur, wer Hoppe kennt, das stimmte überhaupt nicht. Und da merke ich doch, dass ich auf Leser gestoßen bin, die eigentlich zum Teil unglaublich frei und unabhängig sind. Aber das ist etwas, was automatisch mit den Jahren passiert. Ob die Medien jetzt eine Rolle spielen, da gibt es auch Kollegen, die zum Beispiel sagen, sie würden nie ihre Adresse rausgeben, sie würden nicht mit ihren Lesern ins Gespräch kommen. Also das kann eine Belastung sein, es ist manchmal auch belastend. Im Moment hat das etwas zugenommen und ist manchmal nicht so einfach, aber es gibt auch Leser, die einen anrufen, also, weil sie einen im Radio gehört haben und dann sagen, sie haben eine ganz tolle Geschichte geschrieben und die erzählen dann aber eine Geschichte, die gar nicht von mir ist. Also das bedeutet, sie haben etwas gelesen und fangen dann an, aus dieser Lektüre etwas Neues zu machen. Und das finde ich zum Beispiel großartig. Das zeigt eben auch, dass ein Text nichts Festes ist, sondern dass er sich im Leser schon wieder in was Neues verwandelt. Und das sind für mich tolle, tolle Erlebnisse. Damit wir noch ein bisschen Zeit den Lesern, potenziellen slowenischen Lesern lassen, möchte ich jetzt zu einer letzten Frage kommen und dann werden Sie ja auch noch aus dem Buch Picknick der Friseure auf Deutsch eine Geschichte lesen. Dazu sagen Sie auch ein paar Worte wahrscheinlich, aber trotzdem noch die letzte Frage ist eigentlich so eine Wunschfrage. Wenn Sie ein Wunsch oder Sie können auch drei Wünsche frei hätten. Was wären Sie, wenn Sie keine Schriftstellerin wären, keine Felicitas Hoppe, was wünschen Sie sich? Na, das ist natürlich die tückische Frage. Ich erzähle mal, wie toll ich Märchen finde, und in den Märchen werden ja ständig Wünsche freigegeben, und das Tolle im Märchen ist, dass die Leute es nie schaffen, und deshalb schaffe ich es auch nicht, sie schaffen es eigentlich nie, sich das Richtige zu wünschen. Das ist toll. Ich glaube, dass der Wunsch eben deshalb so schön ist, weil man sowieso weiß, dass er nicht in Erfüllung geht. Ich habe vorhin einen Traum geäußert. Das ist etwas, was man sich ja nicht einfach wünschen kann, aber obwohl ich weiß, dass die Realität dieses Berufes 10-mal, 20-mal, 100-mal härter ist als die des Schriftstellerberufes. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, wäre ich doch gerne noch mal für ein paar Jahre Dirigentin. Das würde mir sehr gefallen und mich sehr faszinieren. Da müsste ich allerdings genauso viel reisen, wahrscheinlich wie jetzt. Das wäre so ein Wunsch. Naja, sich Geld zu wünschen, ist immer ein bisschen banal, aber das ist immer eigentlich eine ganz gute Sache. Es ist eben ein Unterschied, ich habe schon auch materielle Wünsche, aber die müssen nicht unbedingt erfüllt werden. Also ich denke, der Hauptwunsch wäre wirklich der sich auf die Musik bezieht. Es wäre auch schön, einen Abend lang auf der Bühne zu stehen und Sängerin zu sein, denn das Singen, ich kann zwar verschiedene Instrumente, ich kann auch singen, aber so gut, dass ich auf der Bühne singen würde. Also wenn ich das einen Abend lang könnte, das wäre toll. Und wenn Sie Musiker sind, da bekommen Sie auch eine andere Art von Applaus. Ich fand immer so, der Applaus in der Literatur, das ist, also die Performing Arts sind da schon besser. Und das würde ich, also dazu hätte ich dann schon Lust. Es gibt Unterschiede zwischen Applaus und Applaus. Absolut, ja. Mhm. Es gibt zum Beispiel, ich habe einmal in meinem Leben Applaus, Dirigenten und Diven bekommen Applaus, bevor sie etwas gemacht haben. Und das finde ich toll, weil das bedeutet, also man ist schon berühmt. Also sie kommen rein und alle klatschen, das ist toll. Und das ist mir nur einmal im Leben passiert, als ich in Hamburg Vorlesungen hielt und ich bekam den Büchnerpreis und die Leute wussten das. Und als ich zur nächsten Vorlesung kam, kam ich in den Saal und die fingen alle an zu klatschen und ich hatte ja nichts getan. Und das fühlt sich toll an. Und ist natürlich auch unheimlich, weil sie denken, oh, jetzt muss ich auch richtig was Gutes leisten. Ja, aber Leute, die zu Lesungen gehen, klatschen natürlich ganz anders als Leute im Konzert. Vielleicht, wenn sie Slam Poetry haben oder bei bestimmten Darbietungen ist es anders, aber die Lesung läuft viel stärker über den Kopf. Es ist ein intellektuelles Geschehen und das ist was anderes als Musik oder... Also in einer Lesung einen Effekt zu erreichen wie bei einem Fußballspiel, das ist schon ziemlich schwierig. Ach so, genau, und wenn ich noch einen Wunsch hätte, ja doch, also oder Eishockey. Drei. Also wirklich auf diesem Eis zu stehen, in dieser Rüstung. Ich liebe ja nun sehr Ritter und finde deshalb diese Vermummung toll. Das wäre schon faszinierend. Es müsste dunkel sein, im Dunkeln und gut beleuchtet. Mhm. Also, und sonst habe ich... keine Wünsche. Also es hat wieder mit Sport und mit Musik zu tun, ja, sozusagen. Absolut. Ne? Sie sehen, ich versuche immer wieder, der Literatur zu entkommen. Weil, ja. Also das ist eben, das Schreiben ist ja auch etwas Motorisches. Deshalb schreibe ich lieber am Computer, dann kann ich mir einbilden, ich würde Klavier spielen oder so. Aber es ist... es zielt genau auf diesen Bereich und ich glaube, dass das nicht nur ein Trick für die Biografie war, sondern das ist ein ganz ursächlicher Teil von mir, der durch das Schreiben eben nicht bedient wird. Aber schreiben kann ich nun mal besser als Eishockey und Singen. Übrigens noch eine klitzekleine Frage. Und zwar, jetzt haben Sie den Georg Büchner Preis bekommen von der Akademie und das bekommen eigentlich die Autoren für ihr Lebenswerk sozusagen, für den Opus. Meinen Sie jetzt, dass die Akademiker zu Ihnen sozusagen damit sagen würden, jetzt muss sie abdanken oder so? Oder verstehen Sie das nicht so in dem Sinne? Naja, das ist ja das Gute, wenn man... Es gibt ja so ein paar Preise, die für das Lebenswerk vergeben werden. In dem Fall, glaube ich, dass es nicht bedeutet, dass die denken, das wäre ja komisch, wenn die jetzt glauben würden, Felicitas Hoppe ist mit ihrem Werk fertig. Es kann natürlich passieren, dass man plötzlich so einen Preis bekommt und denkt, huch, und dann fällt einem nichts weiter ein. Ich glaube nicht, dass das die Absicht war. Ich glaube, dass sie damit zeigen wollten, man kann von einem Werk sprechen. Das kann natürlich noch wachsen, aber es ist jetzt immerhin, es ist ja nicht gigantisch groß, aber es ist nicht ganz klein und man kann sagen, das ist etwas entstanden, was man schon als Werk bezeichnen kann. Und für mich ist der Preis doch eher ein Ansporn sozusagen und ein bisschen auch eine Verpflichtung, darauf jetzt aufzubauen und dieses Werk dann weiterzuführen. Und als ich den Preis bekam, dachte ich auch, das ist ja toll. Also jetzt habe ich eigentlich, jetzt kann ich auch was ganz Neues machen. So, ich hatte eigentlich das Gefühl, jetzt habe ich das Schlimmste hinter mir, vielleicht kommt ja das Beste noch. Also es war nicht so, als würde eine Tür zugehen, sondern umgekehrt würde ich eher sagen, die Tür geht auf. Und klar hat man auch Angst, weil so ein Preis, der hat in Deutschland eben eine sehr große Reputation, nicht zuletzt auch in politischen Fragen, die immer wieder damit verbunden werden. Und das ist natürlich eine Last. Auch, aber eigentlich ist es eine ganz tolle Herausforderung und natürlich eine große Anerkennung. Und ich hatte auch sofort, ich habe so viele Ideen, also ich habe Pläne für viele neue Bücher, im Moment habe ich keine Zeit zum Schreiben, aber es ist jetzt überhaupt nicht so, dass ich denke, dieses Werk ist abgeschlossen, was mache ich denn jetzt oder so, das Problem habe ich nicht. Okay, dann lasse ich Sie der Geschichte entgleiten, und zwar, Sie würden noch ein paar Sätze dazu erzählen, ne? Sie lesen auf Deutsch. Diese Geschichte gibt es auch natürlich im Buch Picknick der Friseure, Friseurina Picknicku. Die Bücher sind da, können Sie sie kaufen. Und ja, dann lassen wir noch ein paar Minuten Zeit für die Fragen von den potenziellen Lesern. Gut, vielen Dank erstmal. Es ist gar nicht leicht, eine Geschichte auszuwählen. Kurz sind sie fast alle. Auch diese hier ist kurz. Es ist vielleicht nicht die einfachste Geschichte, auch nicht die lustigste. Es geht eigentlich um das Sterben in der Geschichte. Ich habe sie deshalb ausgesucht, weil sie Am Zoll heißt. Und wir haben über das Reisen gesprochen und über die Möglichkeit, wegzugehen, aufzubrechen, Grenzen zu überwinden. Und in dieser Geschichte gibt es einen Onkel, den ich deshalb sehr gerne mag, weil er das Reisen hasst. Er ist ein absoluter Reisegegner, er arbeitet am Zoll und möchte eigentlich nicht, dass die Leute das Land verlassen. Dieser Onkel liegt im Sterben und ich habe die Geschichte auch deshalb ausgewählt, weil es mir sehr oft auf Lesungen passiert, dass Leute kommen und hinterher sagen, ich habe etwas ganz Tolles erlebt und ich möchte Ihnen diese Geschichte schenken, bitte schreiben Sie sie auf. Und ich sage dann immer, das kann ich nicht. Denn wenn ich Ihre Geschichte nehme und sie aufschreibe, dann wird es eine Hoppe-Geschichte. Und das möchte ich eigentlich nicht. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Und damit bin ich wieder bei der Freiheit und wer welche Rolle spielt. Ich glaube, so schwer es ist, wir müssen alle unsere Geschichten selber erzählen. Und deshalb lese ich jetzt diese vor von dem Onkel, der nicht spricht. Am Zoll. Der Tag, an dem unser Onkel starb, war sonnig und klar. Der Onkel richtete sich in den Kissen auf und verlangte zum ersten Mal nach Aufmerksamkeit, Kaffee und Kuchen. Später aß er keinen Bissen und trank keinen Schluck, weil ihm die Zunge im Mund aufging wie Hefe. Der Onkel ist das Sprechen nicht gewöhnt. Er verlässt das Haus vor Tagesanbruch, um an der Grenze die Koffer der Reisenden und Händler zu öffnen. Alles nimmt er genau in Augenschein und kehrt erst spät in der Nacht zurück. Er legt Geld auf den Küchentisch, nimmt Brot aus dem Kasten und geht hinauf in sein Zimmer. Früher haben wir Hunde versucht, seine Spur aufzunehmen, aber der Onkel hinterlässt keinen Geruch und verstopft weder Türritzen noch Schlüssellöcher, sondern hängt die Uniform an den Haken neben dem Bett, legt sich auf den Rücken und schläft ein, ohne Geräusch. Wir haben keinen Ring an seinem Finger gefunden, keine Briefe in seinen Schubladen und keine Fotografien zwischen den Wäschestücken. Und so haben wir ihn im Lauf der Jahre aus den Augen verloren, wie ein Möbelstück, das niemals verrückt wird und darum seinen Schatten auf immer dieselbe Stelle wirft. Aber jetzt starb unser Onkel und wir kauften den Kuchen, kochten den Kaffee und trugen unsere Stühle hinauf in ein Zimmer, das wir seit Jahren nicht mehr betreten haben. Der Onkel saß aufrecht in den Kissen, die glatten Hände auf der Bettdecke, das Haar gekämmt, das Kinn frisch rasiert. Wir rutschten auf unseren Stühlen hin und her und warteten darauf, dass er anfing, seine Koffer zu packen. Aber unser Onkel, der Zöllner, hasst das Reisen. Sein Leben lang hat er versucht, Reisende an der Grenze zur Umkehr zu bewegen. Aber die Reisenden und die Händler pfeifen vor Reiselust und vor Ungeduld und scharren mit den Füßen wie Tiere, während der Onkel vorwurfsvoll in Kisten, Koffern und Säcken wühlt, Stück für Stück gegen das Licht hält und umständlich beginnt, Listen auszufüllen. Sie aber lassen sich weder belehren noch aufhalten und zahlen jeden Preis, um unterwegs zu sein. Als unser Onkel endlich begriff, dass er keine Wahl mehr hatte, gab er uns ein Zeichen. Erleichtert sprangen wir von den Stühlen, hoben die Koffer vom Schrank, rissen Türen und Schubladen weit auf und warfen alles hinein, was wir zu fassen bekamen. Wäsche und Listen, Krawatten und Orden, Seifen und Socken und die Handschuhe einer Frau mit kleinen Händen, die wir nie zu Gesicht bekommen werden. Wir werden ihre Geschichte nicht mehr erfahren, denn der Atem des Onkels wird kürzer und seine Zunge dicker. Aber wir sehen den zitternden Tropfen unter seinem Kinn und die Bewegung seiner Hände auf der Bettdecke, den Ring an seinem Finger, den er vor uns verbergen möchte, die unabgeschickten Briefe in den Schubladen, die Fotografien zwischen den Wäschestücken und den Zug, der unseren Onkel ans Meer gebracht hätte an einem heißen Sommertag. Aber der Zöllner ist kein Reisebegleiter. Er kann gar nicht schwimmen. Er geht nur bis zu den Knöcheln ins Wasser, dann läuft er blau an bis zum Hals und die Gäste am Strand laufen an vor Gelächter. Vielleicht hat der Onkel versucht, die Frau mit den Handschuhen mit Kaffee und Kuchen zu bewirten. Er selbst aß nichts und sah dabei zu, wie sie sich Stück für Stück auf der Zunge zergehen ließ. Die Gäste lachten noch lauter, weil man bei Hitze nicht Kuchen verzehrt, sondern Eis und weil der Onkel nicht wusste, wie man Postkarten schreibt, in Cafés und Zeitungen aufwaltet am Strand. Er hasste das Reisen. Abends gingen sie auf der Strandpromenade spazieren, wobei der Onkel wiederholt versucht haben soll, seinen Arm um die Frau mit den Handschuhen zu legen, aber die Frau war zu leicht und der Wind wehte sie ihm unter dem Arm weg, in die Arme irgendeines Strandbewohners oder eines Messerwerfers aus dem Strandvarieté oder vielleicht auch in die Arme des Kellners aus dem Strandcafé. Die Uniformen der Kellner sind auch bei glühender Hitze noch schön. Wahrscheinlich zog der Kellner seine Handschuhe aus, als er die Frau sah. Und als die Frau den Kellner sah, zog auch sie ihre Handschuhe aus und drückte sie dem Onkel in die Hand, der mit den Handschuhen auf der Promenade stehen blieb und nicht wusste, wie man zurückkommt, wenn man einmal verreist ist. Die Gäste werden sich gebogen haben vor Scham, vor Lachen, wie der Onkel vor Scham, weshalb er seinen Fuß niemals wieder über die Grenze setzte. Später hat der Onkel noch einmal versucht, die Frau mit den kleinen Händen zur Umkehr zu bewegen. Er hat ihr mit den Handschuhen vor dem Gesicht herumgefuchtelt, aber wahrscheinlich hat sie gelacht, wie nur Frauen lachen, und hat auf die Handschuhe gepfiffen und mit den Füßen gescharrt vor Ungeduld. Dann hat sie Geld auf den Tisch gelegt und ist gegangen, denn sie war in Geschäften unterwegs. Der Onkel blieb zurück, mit Sand in den Schuhen, in Kragen und Mund, und als er jetzt versuchte zu sprechen, begann er zu husten. Er hörte überhaupt nicht mehr auf zu husten und wir sprangen auf von den Koffern, die so voll waren, dass sie sich beim besten Willen nicht schließen ließen. Wir rissen die Fenster auf und wedelten mit der Luft herum, als könnten wir dem Onkel damit Erleichterung verschaffen. Dann hoben wir ihn an den Armen empor und klopften ihm sanft auf den Rücken, bis er nach vorne kippte und durch die Zähne pfiff, womit er uns zu verstehen gab, dass er weder mit seiner Reise noch mit unserer Geschichte einverstanden ist. Vielen Dank für die Kostprobe. Ja, zdaj bi pa predala besedo vam. Gospa bo odgovarjala na vprašanja, lahko v nemščini, lahko tudi v angleščini, koliko vem. Mhm. Ja. Ja, ich kenne natürlich alle Steger, aber ich bin nicht vertraut in dem Sinn mit der slowenischen Literatur. Aber es war damals so, dass man natürlich durch den, worüber wir nicht gesprochen haben, der berühmte Literaturexpress 2000, in dem Schriftsteller aus allen europäischen Ländern fuhren, da hat man sich sehr stark ausgetauscht. Aber es ist natürlich ein großes Ungleichgewicht, glaube ich, auch geblieben, gerade was den Austausch anbetrifft. Also wenn man jetzt in Deutschland fragt, wer kennt welche slowenischen Autoren, dann wird man nicht viele Antworten darauf erhalten. Also das ist so, aber daran kann man arbeiten. Das sind Dinge, die kann man ändern. Das finde ich auch interessanter letzten Endes, als immer die Klassiker zu lesen. Also das finde ich viel interessanter, zu sagen, was ist eigentlich da? Denn es gibt, glaube ich, viele Autoren, die schon sehr vertraut sind mit dem, was der klassische Kanon ist, aber wenig mit dem, was Gegenwartsliteratur ist und auch in anderen Ländern. Aber auf Ihre andere Frage, ob man viel lesen soll, ich glaube ja und nein. Es ist natürlich so, es gibt Schriftsteller und es gibt vor allem Leute, die schreiben, unterrichten, die sind der Überzeugung, dass man nur gut schreiben kann, wenn man viel liest. Das stimmt in Maßen. Das große Problem ist, ich glaube, dass es eine große Gefahr ist, wenn man zu viel liest. Denn wenn man zu viel liest, ist man so beeindruckt von all den tollen Büchern, die es gibt, dass man überhaupt nicht mehr schreiben kann. Und zum Beispiel, wenn ich ein neues Buch schreibe, dann ich lese dann auch. Aber es ist dann besonders gefährlich. Sie lesen einen anderen Schriftsteller und denken plötzlich, wow, das ist ja wunderbar. Und dann möchte man eigentlich auch so schreiben. Und dann merkt man, dass man automatisch ein bisschen diesen Schriftsteller nachmacht. Und ich glaube, man muss genau den Punkt kennen, wo man sagt, jetzt höre ich einfach auf zu lesen. Also ein Schriftsteller muss lesen und er muss sich informieren. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, das klingt sehr komisch, kann man kein Schriftsteller sein, wenn man nicht auch ein bisschen ignorant ist. Denn es gibt Bücher zu allen Themen, es ist zu fast allem geschrieben worden. Und wenn Sie in eine Bibliothek kommen, oder Sie brauchen nicht in die Bibliothek, es reicht, wenn Sie in einen Buchladen gehen und sich dann, oder auf eine Buchmesse, ja, und sich dann zu sagen, wieso bin ich eigentlich auch noch Schriftsteller? Nein, Sie müssen da stehen und sagen, gut, die stehen da alle, aber jetzt schreibe ich mein eigenes Buch. Und deshalb ist es immer sehr zweischneidig. Aber natürlich lernt man das Lesen vom Lesen, so wie man die Musik von der Musik lernt. Man lernt die Dinge von dem, was schon da ist. Da war noch eine Frage. Ja, da war. Ja. I didn't study in Moscow, no. You study Russian language? I studied Russian language in Berlin, yeah. And I never made it. Ich habe es nie bis Moskau geschafft. Genau. Do you have any vision how will be relationship between Europe and Asia, or Europe and the United States? How do you see Europe in the next 40 years? Also die Frage, das ist jetzt die Frage nach der europäischen Vision. Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Ich habe immer viele Parallelen gesehen zwischen Amerika und Sowjetunion als Imperien. Das hat mich immer sehr, sehr interessiert und ich bin immer noch regelmäßig in Amerika. Das kenne ich natürlich viel besser, auch als Russland von heute, auch wenn ich dort bin. Ich glaube, dass die Positionen sich sehr, sehr stark verändern. Also ich glaube vor allem, dass Amerika, also die Vereinigten Staaten, sozusagen auf einen anderen Platz rücken und dass andere Länder sozusagen nachrücken. Ich kenne auch Indien, China kenne ich nicht gut. Wohin sich das entwickelt, weiß ich nicht. Aber ich habe vor vielen Jahren, das war auch Anfang der 2000er, da gab es mal eine Serie in einem deutschen Magazin, da hat man viele Autoren befragt, wie sie Europa sehen. Damals, das ist ja ein Dauerthema und ich habe einen sehr kurzen Text, ich glaube 10 Zeilen geschrieben und der Titel, wenn ich mich richtig erinnere, war Europa, mein geliebtes Heimatmuseum. Und da war meine Vision von Europa und so sehe ich, natürlich hat Europa, je nachdem, wo man hingeht, gibt es wahnsinnige Schwierigkeiten und Probleme. Das ist ja alles wirtschaftlicher Natur, aber von der Mentalität her geht es mir oft so, dass ich Europa wirklich, für mich ist der Museumsaspekt in Europa sehr stark. Es ist ein Kontinent, der geistig natürlich vollgeladen ist. Also wir sind ein Kontinent voller Archive, voller Bibliotheken, voller Kulturhauptstädte, voller Schriftsteller, also Künstler, jede Menge. Das zu verwalten ist ganz schön schwer. Und dazu kommt natürlich der praktische Aspekt, dass wir sehr stark vom Tourismus leben. Also das ist ein Kontinent, dessen Hauptwirtschaftszweig, das kommt ja weltweit hinzu, aber in Europa besonders, ist der Tourismus. Und der Tourismus arbeitet ja in manchmal trivialisierter Form genau mit all diesen Motiven. Das heißt, wir leben jetzt von dem, was wir aufgebaut haben. Und das ist natürlich eine extrem alte Gesellschaft, das kommt dazu, also rein demografisch. Das heißt, es wird interessant, aber ob wir schaffen, uns auf eine spezifische Weise zu regenerieren, das kann ich nicht beurteilen. Aber man braucht ziemlich gute Nerven, glaube ich. Also das ist alles, was ich im Moment dazu sagen kann. Aber ich kann Ihnen diesen Text mal schicken. Für mich ist der Kontrast jedes Mal, wenn ich in Übersee bin, habe ich das Gefühl, die entscheidenden Dinge passieren dort und nicht hier. Und wenn ich zurückkomme, bin ich immer wieder sehr glücklich, dass ich hier bin. Nein, das ist ja, glaube ich, bei der Literatur fast unmöglich. Also man kann ja, das Interessante ist ja, dass der Text immer anders wird, als man ihn gedacht hat und natürlich auch anders, als man ihn gewünscht hat. Also das ist schon sehr merkwürdig. Und ich gehe los und gehe in den Text hinein, zum Beispiel meine Biografie. Die ist ja komplett anders geworden, als ich dachte. Ich habe mir das viel lustiger vorgestellt und am Ende habe ich gedacht, oh Gott, wenn das das Leben ist, das ich mir gewünscht habe, dann bin ich ja in meiner Realität besser dran. Also das ist dann so ein Exerzitium. Die Frage ist natürlich auch, wie viel Kontrolle übt man beim Schreiben aus und wie weit erlaubt man sich? Also wann erlaube ich mir, wie weit zu gehen? Und natürlich zensuriert man sich ja auch, also jedenfalls, das sind ja Gespräche, die oft auch unter Kollegen geführt werden, welche Relevanz hat das, was ich tue? Ich kann mich natürlich endlos meinem Wünschen und meinen Spiegeln hingeben, aber die Frage ist dann, was geschieht am Ende mit dem Text? Es ist immer ein großes Risiko, auch beim Schreiben, und am Ende ist so ein Buch da, aber das Buch geht nirgendwo hin. Da sind schon viele Probleme mit darin. Aber der Faktor, nämlich eigentlich, ich weiß nur, wann es losgeht, aber ich weiß nicht, wo es hingeht. Also ich merke immer, wenn der Punkt gekommen ist, jetzt kann ich es schreiben. Das weiß ich bei jedem Buch, dass ich weiß, dann höre ich auf zu lesen, dann lese ich keine anderen Bücher mehr, dann mache ich keine Notizen, sondern sage, wenn du jetzt nicht schreibst, wird es nie klappen. Und dann fängt aber das Problem eigentlich erst an. Also darüber könnte man dann einen ganzen extra Abend machen, was passiert eigentlich beim Schreiben? Also ich habe jetzt gesagt, na, ich habe Wayne Gretzky gefunden und dann war das Buch schon geschrieben. Das ist natürlich Unsinn. Dann fingen die Schwierigkeiten erst an. Ja? Wie ist er, wie bin ich, wer taucht da plötzlich noch auf? Und das ist bei mir, ich habe nie einen Plan, ich habe nie einen Raster. Es gibt ja Schriftsteller, die haben so richtige, so wie Landkarten, wo schon die Positionen eingesteckt sind. Jetzt fahre ich von Maribor nach da und dann da und am Ende muss dann dieser Gangster aus Ljubljana nochmal, das habe ich noch nie gemacht. Das interessiert mich auch nicht so. Und ja, das ist mein Verfahren. Dirigieren. Ja, das ist ja genau das Gemeine. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man würde diese Prozesse trennen, dann würde ich sagen, die Partitur wäre das wie beim Drehbuch, der Plot. Und dann fange ich an und höre auf meine Musiker und sage, ach da, der Wayne singt so und der singt so und dann würde ich natürlich auch sagen, hier die Trompete, bisschen höher, bisschen höher. Und da das aber alles auf einmal passiert, ist es natürlich ein sehr chaotischer Prozess. Aber wie gesagt, ich bin ja Gott sei Dank allein und es guckt mir niemand dabei zu. Es gibt schlimme Momente dabei, also ich finde, das ist nicht immer vergnüglich. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Felicitas Hoppe. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich hoffe, Sie haben sehr viel Neues erfahren, vielleicht aus der Kostprobe auch eigentlich ja, die Lust bekommen, das Buch zu lesen. Vielen Dank, dass Sie da waren heute, Sie und auch alle hier, die es durchgehalten haben. Lepa hvala še enkrat za pozornost, za vaša vprašanja in nasvidenje na naslednjem dogodku. Danke sehr. So.